Willkommen. Schön, dass ihr dabei seid bei Gemeinsam stärker auf der Plattform von Fromme. Ganz viel Zeit für eure Fragen. Unsere letzte Sendung, die ist ja jetzt gerade mal eine Woche her und seitdem ist richtig viel passiert. Viel Positives. Ein Hauch unseres alten Lebens ist zurück. Ein paar Freiheiten. Wir dürfen sogar wieder zum Friseur gehen und auch vorsichtig ein paar Freunde treffen. Heißt aber nicht, dass die Einschränkungen und Beschränkungen vorbei sind. Wenn wir an Kita denken, an Schule und an unseren Job, da sind die Beschränkungen immer noch da. Das heißt also Rückkehr zur Normalität, davon ist gar keine Rede. Deshalb müssen wir stark bleiben und das Thema unserer Sendung heißt mentale Stärke in Zeiten von Corona. Ich freue mich auf eure Fragen und ich freue mich auf unsere neue Expertin. Sie ist Life-Coach. Also ich habe gelernt, sie unterstützt uns, sie trainiert uns darin, den Alltag ja gelassen und auch erfüllt zu bewältigen. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig beschrieben. Ich begrüße dich, finde das ganz toll, dass du dabei bist. Katrin Seifert, zu Hause in Frankfurt. Schönen guten Abend. Ja, hallo, schönen guten Abend, Nina, und schönen guten Abend in die Runde. Ich freue mich riesig dabei zu sein, mit einem Thema, was mir echt eine Leidenschaft ist. Also ich bin sehr gespannt auf eure Fragen. Mentale Stärke in Zeiten von Corona. Also bitte schreibt uns alles, was euch auf der Seele brennt. Und wir haben uns gedacht, also vielleicht gibt es ja was, was euch jetzt so ein bisschen fehlt. Und deshalb verlosen wir jetzt was, nämlich 5 Gutscheine im Wert von 50 € für die Plattform Hilfelokal. Das heißt, vielleicht sehnt ihr euch ja bald mal wieder in ein Restaurant gehen zu können, in eine Kneipe nebenan. Und diese Hilfelokal 50 €, die unterstützen jetzt die Wirte, die Not leiden. Und wenn die dann wieder aufmachen dürfen, dann könnt ihr den Gutschein sofort einlösen. Das ist doch was, oder? Also schreibt eure Fragen in die Kommentarleiste unten rein und dann nehmt ihr an dieser kleinen Verlosung teil. Jetzt aber, Katrin, der Shutdown, diese vielen Wochen, was hat das in deiner Beratungstätigkeit verändert und wie hast du dich verändert? Ja, ganz viel hat sich verändert. Meine Aufträge waren von 100 auf 0. Ich war also von einem Tag auf den anderen komplett ausgebremst, weil natürlich alles abgesagt war. Sämtliche Maßnahmen, die ich irgendwo noch mit Unternehmen geplant habe, waren auf einmal auf Eis, auf unbestimmte Zeit verschoben. Und ich bin so durch alles gegangen an Emotionen, was da so passiert. Im ersten Moment so eine Schockstarre, habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt? Kommt kein Geld rein. Dann wirklich auch Wut, weil ich dachte, warum muss das jetzt passieren? Und irgendwann habe ich es dann umgesetzt und habe gedacht, okay, ich darf jetzt wieder ins Handeln kommen, ich darf was Neues ausprobieren. Und dann habe ich angefangen, mich auf das zu fokussieren, was ich schon ganz lange vor mir hergeschoben habe, nämlich mich zu digitalisieren. Und das war eine ganz schöne Herausforderung, weil ich gehöre ja auch zu der Generation, die jetzt nicht gerade mit dem iPad geboren wurde. Und ich habe viel gelernt in den letzten Wochen. Ich bin fast jeden Tag an meine Grenzen gekommen, aber ich habe halt viel Online-Trainings angefangen aufzunehmen. Ich habe Audioprodukte aufgenommen. Ich habe versucht, meine Trainings in kurze Einheiten runterzubrechen, die ich online anbieten kann. Und ich coache viel online. Das funktioniert erstaunlicherweise viel besser, als ich dachte. Und ich hatte immer die Befürchtung, das geht gar nicht. Und wurde ich auch eines Besseren gelernt. Also ich bin im Lernmodus. Kompliment. Ja, super. Ich bin auch dabei, aber ich wirklich, ich glaube, ich werde jetzt mal richtig noch zulegen müssen und das macht mir jetzt auch ganz viel Spaß. Sag, wenn du deine Klienten auch weiter online coachst in Corona-Zeiten, was kommen denn da für Gefühle, was für Einschränkungen oder was für Probleme? Ja, also es ist ein absoluter Emotionscocktail. Also im Prinzip genauso der Cocktail, den ich die ganze Zeit auch so erlebt habe. Also Ängste sind ganz, ganz viele da. Die Menschen haben Zukunftsangst. Die Menschen viele haben Existenzangst, weil sie in Kurzarbeit sind, weil sie eben nicht wissen, wie sie ihre Miete zahlen sollen. Die Selbstständigen, die überhaupt kein Einkommen mehr haben. Und dann gibt es Gefühle wie Ohnmacht, wie Wut. Also es kommt ganz viel Wut auf die Regierung, Wut auf die Maßnahmen, teilweise eben Wut auch auf Familienmitglieder. Das muss man auch dazu sagen. Dieses gemeinsame Eingesperrtsein, das gab es ja auch in vorherigen Sendungen schon, es schürt ja ganz viele Konflikte. Es gibt ganz viel Trauer über die fehlenden Sozialkontakte, über die Freunde, die man nicht sehen kann, ja, und auch die Menschen gerade, die alleine leben.
die erleben gerade ganz, ganz besonders schwere Zeiten. Also da sind viele sehr unangenehme Emotionen, aber ich beobachte auch viel, wo Menschen sagen, ich stelle mich jetzt neu auf, ich nutze jetzt die Chance, ich nutze die Zeit, um in mich zu gehen, um an mir zu arbeiten. Ich habe sehr, sehr viele Coaching-Anfragen im Augenblick, weil Menschen sich ihren Themen auch stellen möchten. Und ich nutze auch die Entschleunigung, um mich mal neu aufzustellen. Also wenn dann erstmal so die ersten Emotionen durch sind, kommt da auch wieder eine neue Handlungsfähigkeit. Ja, und genau darüber wollen wir reden, über Emotionen, vor allem auch negative Emotionen. Wie können wir damit umgehen? Wie können wir die auch in positive Emotionen überführen? Und da haben wir jetzt gleich eine Handy-Video-Frage von Catherine. Das ist eine Influencerin und sie hat sozusagen eine weltumspannende Frage für dich. Okay. Hallo, liebe Katrin Seifert. Ich hätte direkt mal eine Frage an dich zum Thema mentaler Stärke. Und zwar bezieht sich meine Frage darauf, wie kann ich mich denn jetzt in dieser Zeit mental stärken und auch so ein bisschen von meinen Ängsten und Sorgen befreien? Denn man weiß es ja immer nicht so richtig, ne? Da ist was in einem und irgendwie belastet das einen. Und deshalb meine Frage, wie stärke ich mich mental? Ja, liebe Catherine, wenn es da so ein Patentrezept gäbe mit drei Sätzen, das wäre natürlich toll. Du hast das Thema Angst genannt. Das ist ein Thema, wo wir wirklich versuchen können, uns möglichst viel Dinge zu geben, die uns Stabilität, die uns Sicherheit, die uns Entspannung geben. Und darüber werden wir auch heute noch sprechen, wie das konkret funktioniert. Und auch die vielen anderen Emotionen, die da sind, es geht sicherlich auch erstmal darum, das zu erkennen, weil manchmal denken wir, es ist Angst, aber es sind noch ganz, ganz andere Emotionen eben am Start. Und ich fürchte, du musst dir jetzt die ganze Sendung anschauen, weil dann weißt du, wie es geht. Ja, wunderbar. Jetzt wird es auch sehr konkret. Eine Frage aus Braunschweig. Und da bin ich gespannt, was du berätst. Ich habe eine kleine Pension mit ein paar Zimmern. Da dürfen jetzt die Restaurants wieder aufmachen, sogar Ferienwohnungen kann man wieder vermieten, aber Hotels bleiben erstmal zu. Auch wenn ich vielleicht bald wieder aufmachen darf, da wird doch keiner kommen. Mir bricht alles zusammen, ich bin total allein. Wie überstehe ich das? Ja, ganz häufiges Thema. Was schwingt hier mit durch? Also die Emotion, die mit durchschwingt, ist zum einen das Thema: Ich bin ganz allein. Diese Aussage, die kann ganz viel sein. Die kann sein, ich bin traurig, dass ich einsam bin. Das kann aber auch sein, ich bin wütend, weil ich einsam bin. Aber was ganz massiv durchkommt, ist Angst. Ist Existenzangst, ist diese Angst, wie ja. geht es weiter? Und was da passiert ist, da ist einfach ein Grundbedürfnis gefährdet. Und Angst, das ist vielleicht zunächst mal das Wichtigste. Angst hat eine ganz, ganz wichtige Funktion in unserem Leben. Wir sind immer so, wir drücken die immer gerne weg und sagen, die darf nicht da sein. Aber sie ist sehr wichtig. Und das haben wir mal illustriert in einem Motivkompass, wo wir uns das mal vielleicht kurz anschauen können, wofür wir diese Angst überhaupt brauchen. Der ist jetzt ein bisschen vereinfacht von der iLight-Akademie. Dieser Motivkompass zeigt mir im Prinzip vier Grundbedürfnisse, die ich in meinem Leben habe. Und ich habe, wenn wir mal oben links anfangen, Bedürfnis nach Inspiration und Leichtigkeit in meinem Leben. Ich möchte mich hier und da auch durchsetzen. Ich möchte Einfluss nehmen. Ich habe auch ein Bedürfnis nach Ordnung und Stabilität. Und ich habe auch ein großes Bedürfnis nach Harmonie und Geborgenheit. Und wir bewegen uns an und für sich immer in den Feldern. Bei manchen sind manche Felder mehr ausgeprägt als bei anderen. Und jetzt kommen die Emotionen ins Spiel, weil die springen immer an, wenn ein Motivfeld gefährdet ist. Und das schauen wir uns mal an. Und da seht ihr die Angst unten. Das heißt, mein Motivfeld, dieser Quadrant Ordnung und Stabilität, der ist gefährdet. Und was dann passiert ist, die Angst springt an und will uns im Prinzip daran erinnern, Achtung, aufpassen. Also rein von der Entwicklung her oder von der Historie her ist Angst ja auch ganz sinnvoll, wenn der Säbelzahntiger plötzlich vor uns steht. Und das Entscheidende ist jetzt hier, erstmal zu akzeptieren, ja, diese Angst ist da.
Und dann zu schauen, wie kriegt sie Stabilität eben wieder in ihr Leben. Also letztendlich ist das Feld Stabilität hier erstmal ja ins Wanken geraten durch diese Existenzangst. Ja, und deswegen ist diese Angst letztendlich da. Ich habe ja noch eine zweite Frage, die passt da sehr gut dazu. Ich würde fast vorschlagen, dass wir die beiden Fragen, einmal Pension ist geschlossen und ich habe jetzt wirklich elementare Existenzangst für die Zukunft, und diese Frage vielleicht zusammen beantworten. Das ist Barbara auf Facebook. Meine Stimmung war anfangs gut und soweit okay, weil ich für jeden Tag dankbar bin. Jetzt, wo es heißt, neue Normalität, wird mir Angst und Bange. Habe jetzt mehr Angst als am Anfang. Wie kann ich meine alte positive Energie wiederfinden? Wie würdest du jetzt vielleicht nur, um das zu beschreiben, diese Angst noch ein bisschen genauer fassen? Die eine ist ja eine klassische, offensichtlich eine tiefe Existenzangst, und hier ist es eigentlich eine Unsicherheit vor der Unsicherheit der Zukunft. Ja, also es kann unterschiedlich sein. Also diese Unsicherheit vor der Unsicherheit, ja, zum einen, aber auch so ein bisschen dieses, vielleicht auch, das haben auch viele Menschen, dieses Gefühl, ich kann diese Stabilität nicht mehr aufrechterhalten. Ich habe es vorher über Dankbarkeit geschafft, da habe ich mich gut aufgehoben gefühlt. Eigentlich ist das Feld Harmonie und Geborgenheit. Also diese innere Harmonie ist irgendwo verletzt. Ja? Da, über Dankbarkeit kann man das gut erreichen, eine innere Harmonie herstellen, dankbar sein für das, was da ist. Aber letztendlich ist da jetzt sicherlich das passiert, dass sie das nicht mehr aufrechterhalten kann. Und das macht ihr im Prinzip auch Angst. Also so interpretiere ich das jetzt auch. Dieses, ich kann das nicht Spannend. länger durchhalten. Und Also du nimmst wirklich die Emotion als Schlüssel zu dem, was dahinter stehen kann, also sozusagen als Wegweiser. ja, weil wenn ich das weiß, dann kann ich überlegen, wie kann ich es anders regeln. Ja, also wenn ich weiß, meine Stabilität ist nicht mehr da oder meine Ordnung ist gestört. Also nur um ein Beispiel zu nennen, ganz viele Menschen haben angefangen, jetzt in Corona-Zeiten aufzuräumen, auszumisten, wegzuwerfen. Und das ist auch ein Weg, sein Bedürfnis nach Stabilität und Ordnung zu bedienen. Ja, und das ist gar nicht so falsch, weil das hilft oft gegen Angst. Wir kommen auch gleich, denke ich, zu beiden Beispielen wieder zurück. Ich fand es sehr, sehr spannend. Du hast mir von einer deiner Klientinnen erzählt, das war noch vor Corona-Zeiten. Die hatte auch das Thema Angst, auch das Thema Existenzangst. Und sie ist bereit, ihren Fall sozusagen für uns alle offen zu legen. Vielleicht sagst du mal kurz, was für ein Fall das ist. Ja, genau. Also es ist eine langjährige Klientin von mir, mit der ich schon sehr lange arbeite. Und sie war viele, viele Jahre angestellt in einem Job. Naja, der war okay, aber so richtig Leidenschaft war das nicht. Und sie wollte sich selbstständig machen. Und ich glaube, jeder, der sich selbstständig gemacht hat oder der mal in die Selbstständigkeit gegangen ist oder der mal einen sicheren Job gekündigt hat, ohne was Neues zu haben, kennt das Gefühl sicherlich auch. Da ist Angst, wie es weitergeht. Und sie hatte Angst und sie hatte aber eben nicht nur eine Angst. Und deswegen ist es so wichtig, diese Unterschiede eben auch rauszuarbeiten. Und sie erzählt uns gleich in einem kurzen Video mal, wer sie ist, was sie macht. Und wir haben dann drei Schritte, sind wir durchgegangen, wie sie aus dieser Angst rauskommen kann. Und die beschreibt sie auch kurz. Hallo, mein Name ist Diana Polte von Motion for Body and Mind. Vor 4 Jahren war ich noch im Angestelltenverhältnis. Aber dank der drei Coaching-Schritte von Katrin bin ich heute selbstständig und bringe mit Spaß und Leichtigkeit die Menschen in Bewegung. Natürlich hatte ich Angst. Aber was war das letztendlich für eine Angst? Das haben wir herausgearbeitet. Es war Angst vor der Unsicherheit. Es war Angst vor nicht gut genug zu sein. Und es war natürlich auch Angst vor der finanziellen Unsicherheit. Aber ich habe gelernt, die Angst anzunehmen, denn sie darf einfach da sein. Fokus oder letztendlich auch Aufmerksamkeit. Wohin lenke ich meine Aufmerksamkeit? Wohin lege ich den Fokus? Natürlich hätte ich den Fokus auf diese finanzielle Unsicherheit legen können.
Aber ich habe mich darauf fokussiert, was ich wirklich kann, was ich schon viele Jahre gemacht habe. Und das ist, Menschen in Bewegung zu bringen, Menschen mit Spaß und Leichtigkeit zu motivieren. Und dann kamen Step by Step auch andere Dinge hinzu, wie zum Beispiel auch Kinder und Jugendliche zu helfen, zu unterstützen. Und so fokussiere ich mich letztendlich immer weiter darauf, Neues in Bewegung zu bringen, Neues an mir selber zu entdecken. Und klar könnte ich mich jetzt auch auf den Regen fokussieren, tue ich aber nicht. Leichtigkeit, das ist unter anderem ja auch mein Motto, mit Spaß und Leichtigkeit. Die Angst, natürlich kommt die Angst schon manchmal hin und wieder. Aber wie komme ich dann in die Leichtigkeit? Ich tue einfach das, was mir Spaß macht. Ich gehe raus in die Natur, denn dort tanke ich Kraft, sammle Energie. Oder ich gehe einfach in die Bewegung, denn dann bin ich die Leichtigkeit. Das klingt natürlich total einfach, aber lass uns an dem Beispiel vielleicht kurz beschreiben, ja, wie schnell sie sich in ihrem Verhalten oder vor allem ihren Gefühlen ändern konnte. Denn man kann ja nicht einfach nur so einen Schalter umlegen und sagen, so, ich gehe jetzt, ich nehme jetzt meine Ressourcen und jetzt gehe ich mal so einen ganz anderen emotionalen Weg. Das ist ja häufig lange gelernt oder eben lange einfach gemacht. Wie, ja, hast du ihr da geholfen? Ja, und das ist in der Tat, also jetzt, so wie sie spricht, merkt man das auch. Jetzt ist sie angekommen und hat das erreicht und kann den Schalter selbst umlegen und kann ihre Emotionen da steuern. Wir haben wirklich geschaut, wir sind wieder in die Motive von Angst gegangen und wir haben ja eben gesagt, also das Motiv ist erstmal Ordnung und Stabilität herzustellen. Und sie beschreibt es ja so schön, Existenzangst, aber auch die Angst, nicht gut genug zu sein, die übrigens so unglaublich viele Menschen haben. Und auch diese finanzielle Angst. Und wir haben geschaut, wie wir jede von diesen Ängsten stabilisieren können. Das heißt, wir haben da wirklich sehr pragmatisch gearbeitet, haben gesagt, okay, finanzielle Angst, wie kann sie zum Beispiel einen Grundrauschen aufrechterhalten. Und da hat sie einen Job in einem Fahrradladen angenommen und hat da einfach mit gesorgt, an 2 Tagen die Woche, dass so ein bisschen sicheres Geld eben auch reinkam. Und dann auch dieses Thema, nicht gut genug zu sein. Darf ich da gleich fragen? Denn aber sie muss ja jetzt auch von den 6 Wochen Shutdown betroffen gewesen sein. Das heißt, sie hat keinerlei Einnahmen mit ihrem Fitnessprogramm und ihren Fitnesskunden. Wie lebt sie denn damit? Ist die Angst wieder zurückgekommen? Na, die kam im ersten Moment so wie bei jedem anderen letztendlich auch zurück. Aber sie hat sofort wieder geguckt, was habe ich denn an stabilen Dingen? Und sie hat Gott sei Dank ein sehr gutes Portfolio aufgebaut. Sie macht Kinder- und Jugendcoaching und das ist im Moment sehr, sehr akut. Und sie verbindet das immer schön, also den Geist mit der Bewegungskomponente. Und sie hat vor allem auch zum Beispiel Kurse im Stand-Up-Paddling. Und das ist natürlich der beste Sport im Augenblick, weil absolut kontaktarm. Man hat einen Mindestabstand. Und auch sie hat angefangen, sich zu digitalisieren. Sie geht auf Facebook morgens live und nimmt die Leute da mit, damit sie eben einfach auch im Gespräch bleibt. Und der Fahrradladen ist und ja auch und die Kinder- und Jugendkurse, wenn ich dich da noch mal unterbrechen darf, die Kinder- und Jugendkurse natürlich sind aber eben auch online, ne? Denn die dürfen ja im Augenblick noch gar nicht. Ganz genau, das findet alles online statt momentan. Und das geht schon über Zoom oder Skype. Genau. Mhm. Also du hast eben Schritt für Schritt angeschaut, welche Aspekte der Angst kann sie wie ablegen und durch Neues ersetzen. Also wie kommt sie zum einen in Stabilität? Ja, wenn wir wieder in diesen Motivkompass vielleicht noch mal kurz reinschauen, weil der ist sehr hilfreich, um das zu erklären. Wie kommt sie in das Feld Ordnung und Stabilität, indem sie sich zum Beispiel auch auf das fokussiert, was sie gut kann und dann nach und nach Dinge draufsattelt, ja, wie sie vielleicht noch Ausbildungen dazu packt, um sich sicherer zu fühlen. Und wenn, als das dann okay war, haben wir gesagt, so, und jetzt bewusst mal in die andere Diagonale Inspiration und Leichtigkeit suchen. Wo findet sie die? Wo kann sie auch Entspannung finden? Entspannung hilft auch super gegen Angst. Und bei ihr ist es der Sport und die Natur. Das ist natürlich in dem Job extrem praktisch. Mhm. Vielleicht kannst du uns mit diesen 3 Schritten jetzt auch sagen, wie die Frau aus Braunschweig, die diese kleine Pension hat und Existenzangst für die Zukunft, wie sie eventuell
in die Leichtigkeit kommen könnte. Aber eben auch, ich glaube, das war Nadja, wenn ich mich recht entsinne, ich habe die Frage jetzt nicht mehr auf meinem Monitor, die sagt, ich habe Angst vor der Zukunft, ich kann letztlich nicht mehr so positiv reinschauen. Ich nehme mal an, die neue Normalität, damit meint sie auch, wir werden immer Mundschutz tragen müssen, wir werden Social Distancing machen müssen. Unsere Normalität wird eine andere sein und die wird eben mit mehr Distanz und weniger Selbstverständlichkeit in mancher Hinsicht, weniger Umarmen, weniger Nähe sein. Und das macht mir Angst. Vielleicht diese beiden Ängste nochmal mit deinen 3 Schritten anschauen. Ja, also zunächst mal mal schauen, also diese Existenzangst, wenn wir das Thema von der Pension nehmen, worauf richte ich jetzt meinen Fokus? Ja, also wo, was gibt mir jetzt gerade Stabilität? Also zum Beispiel vielleicht ein Video zu drehen, was ich schon lange drehen wollte über meine Pension. Ja, vielleicht die persönliche Geschichte über meine Pension, so dass ich irgendwie was Besonderes bin. Also mich vorbereiten auf die Zeit nach der Öffnung. Vielleicht auch Video zusammenstellen, wie sicher das ist, bei ihr in der Pension zu übernachten, weil sie eben dafür sorgt, dass Mindestabstände eingehalten werden können, etc. Ja, also sich da ein paar Gedanken zu machen und schon mal vorbereiten auf das, was kommt und womit man einfach stabil wieder Leute eben auch anziehen kann. Das wäre ein Gedanke. Ja. Bei dem Thema, ich weiß nicht, wie das mit der neuen Normalität ist, da ist für mich die Frage, den Fokus letztendlich auch darauf zu richten, naja, was gibt uns das vielleicht auch Positives? Es hat ja alles immer 2 Seiten. Vielleicht gehen wir wieder achtsamer miteinander um. Ja, vielleicht wir rempeln Leute plötzlich nicht mehr an, zum Beispiel, ja, weil wir wissen, wir müssen etwas größer oder mit einem größeren Radius den aus dem Weg gehen. Wir sind wieder achtsamer, was Hygiene, was Händewaschen etc. angeht. Und dann vielleicht auch mal in die Zukunft zu schauen, okay, wie sieht es in einem Jahr aus oder in 2 Jahren? Ne, irgendwann wird sich auch dieses Thema ja wieder normalisieren. Und bis dahin richte ich den Fokus auf das, was es mich lehrt, letztendlich auch. Ganz kurz noch, weil ich denke, Barbara heißt sie, die auf Facebook gefragt hat, sie hat Angst vor dem Virus. Ja, auch das haben viele, ja. Fokus ist für mich da ein ganz, ganz, ganz großes Thema, weil letztendlich kann ich kann und ja, das tun, was ich beeinflussen kann. Ich kann zunächst mal mich darauf fokussieren, was kann ich beeinflussen. Wenn ich die Kontaktregeln einhalte, wenn ich die Hygieneregeln einhalte, kann ich sehr, sehr viel beeinflussen. Und ich kann auch beeinflussen, was ich mir alles anhöre, ob ich mir Tausende von Berichten anhöre, wie schrecklich alles ist, wie viele Menschen sterben, ob ich mir von anderen anhöre, dass sie jemanden kennen, der ganz jung war und beatmet werden musste, oder ob ich mir vielleicht auch anhöre, wer überhaupt nicht gemerkt hat, dass er krank war. Ja, also den Fokus schieben auch auf das, wo es gut läuft, ja, damit ich nicht in dieser Angst mich vollkommen verliere. Das wäre für mich so der wesentliche Faktor. Und da empfehle ich manchmal auch wirklich eine Mediendiät. Ich habe noch 2 weitere Fragen. Nadja auf Facebook sagt, ich arbeite in einem Fitnessstudio. Diese sind nun schon länger geschlossen. Jedoch war die Arbeit immer mein Ruhepol sowie eine Möglichkeit, mich mental auszupowern. Das fehlt mir gerade extrem. Welche Alternativen könnten mir eventuell helfen? Vielleicht nochmal nach deinem 3-Schritt-Programm? Ja, also zunächst mal Was für ist die ein Angst schon, Wegweiser steckt dahinter? ja, also ne, die Angst ist ja schon klar identifiziert. Also da fehlt irgendwie dieses Auspowern. Der zweite Schritt wäre für mich, wie kann ich den Fokus verschieben? Wo kann ich das Auspowern vielleicht doch noch finden? Wir sind ja zum Glück nicht wie in Italien und zum Glück nicht in Spanien. Das heißt, wir dürfen noch raus. Ja, wir können das vielleicht draußen suchen und wir können es sogar zu zweit irgendwo machen, wenn wir jemanden brauchen, der uns mit durchzieht, solange wir irgendwo Abstand halten. Ja. Und dann sehr bewusst eben in andere Dinge gehen, die mir vielleicht Kraft und Stärke geben. Ja. Also die mir dieses Gefühl von Auspowern geben. Wenn ich es im Entschuldige, Sport dass ich draußen nochmal unterbreche. gerne. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, vielleicht liege ich falsch, wenn sie sagt, meine Arbeit war immer mein Ruhepol und mich mental auszupowern, eben so ganz, ganz wichtiger Ort. Das
ist sicherlich auch ein Thema. Ich habe mich identifiziert mit diesem Job. Das ist mein Leben gewesen. Und letztlich fehlt mir so diese innere, also das, was mich zutiefst trägt. So. Ja. Und dann, das wäre mein nächster Punkt auch, ne, zu sagen, was kann mir denn sonst noch irgendwo einen Sinn geben? Ja, was kann ich zum Beispiel machen? Gibt es was ich immer schon mal lernen wollte, was mir auch Kraft und Ruhe gibt? Irgendein Hobby, das mich inspiriert? Irgendein Online-Kurs, irgendeine Fortbildung, die mich immer schon interessiert hat, die ich aber nie gemacht habe? Es sind im Moment sehr, sehr viele Fortbildungen online, womit ich vielleicht dann mein Portfolio noch weiter ausbauen kann. Gibt es was anderes, was mir auch innere Ruhe gibt? Vielleicht Entspannungsübungen oder irgendwie mal ein gutes Buch lesen oder auch Kontakte irgendwo zu pflegen. Also wirklich zu überlegen, wo kann ich diese Ruhe und Kraft jetzt herziehen? Was wollte ich vielleicht immer schon mal machen? Ganz viel steckt in diesem, was wollte ich immer schon mal machen? Schöne Vorstellung. Wir haben eine Frage aus Nordenham. Mein Mann sitzt nur noch vor dem Fernseher, schaut sich alte Fußballspiele an, mit Bier natürlich. Wir sind so nah beieinander und er kapselt sich so saublöd ab. Ich verachte ihn. Können wir wieder zusammenfinden? Ui. Ja, Vielleicht schauen wir uns da auch nochmal den Motivkompass an, weil das Verachten ist ja schon, genau, da haben wir es nochmal. Also Verachtung sehen wir da. Was ist da verletzt? Das Feld Durchsetzung und Einfluss. Das heißt, sie möchte sich da irgendwie durchsetzen, aber fühlt sich zu Hause irgendwo komplett ausgeliefert. Und sie hat jetzt im Prinzip zwei Optionen. Sie kann still leiden oder eben das Gespräch suchen. Und da hilft es natürlich, die Verachtung vorher ein bisschen runterzufahren. Das hatten wir ja auch schon in dem ganzen Thema mit Farina, mit gewaltfreier Kommunikation, damit sie eben ja nicht jetzt auf ihn einschimpft, aber letztendlich Absprachen zu treffen, einen Wunsch zu äußern, das Bedürfnis zu äußern, dass man hier eine andere Regelung findet. Aber das Erste ist mal zu erkennen, was passiert hier überhaupt? Warum habe ich diese Verachtung? Und dann zu sagen, okay, diese Verachtung ist an und für sich gut, weil ich möchte was verändern und dann eben diese Veränderung anzustoßen. Und wenn ich dann mit ihm eine Absprache gefunden habe, kann ich dann auch wieder in das entgegengesetzte Feld gehen und auch wieder Harmonie und Geborgenheit herstellen. Das geht im Moment sehr wahrscheinlich gar nicht, solange diese Verachtung so explizit da ist. Aber es gibt immer Möglichkeiten, ja. Auf Facebook kommt die Frage von Chantal. Wie kann ich einer Person, die Depressionen hat und unter dieser momentanen Situation leidet, helfen? Hui, das ist ein Anspruch. Das ist also zunächst mal Depressionen, das ist eine ernsthafte Krankheit. Also da bitte auf jeden Fall immer den Betroffenen zu ärztlicher und professioneller, also auch psychologischer Hilfe raten. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann auch mal bei sich schauen, was löst dieses Bedürfnis aus, helfen zu wollen. Es gibt viele Menschen, die wollen so die ganze Welt retten. Bei Depressionen, ich kann vielleicht als Coach noch ein bisschen unterstützen, aber letztendlich gehört das in professionelle Hände. Und dann auch wirklich zu sagen, nee, ich fasse es nicht an, weil da kann man auch sehr viel falsch machen. Also insofern würde ich das den Profis überlassen und bei mir selbst mal schauen, was das auslöst, dass ich so partout helfen möchte an der Stelle. Ja. Da ist sicherlich ein großes Bedürfnis nach Harmonie und Geborgenheit, nach dem Herstellen von Nähe, die Nähe dann anders herstellen, irgendwo durch Gespräche, durch Ablenkung, durch irgendwie vielleicht einen Film, den man, wenn man sich zum Online-Film gucken verabredet, wie auch immer. Aber helfen, immer den Profis überlassen an der Stelle. Also jetzt hast du eben wieder bei Chantal nachgefragt, welches Gefühl ist bei ihr? Und da ist das die Sehnsucht nach Geborgenheit. Und dann kommt sie auf die Idee, vielleicht zu sagen, ich werde diese Geborgenheit anders versuchen herzustellen, aber das Problem der Depression, das kann ich nicht angehen. Das ist ein, finde ich, sehr hilfreicher Gedanke. Wir haben eine Frage aus Geborgenheit. Ja.
Ja, Geborgenheit, es ist aber auch diese Sicherheit, die Stabilität, ne? Sie möchte, dass er irgendwo in die Stabilität kommt. Das macht ihr Angst. Also das spiegelt sich quasi auf sie rüber. Frage aus Rostock. Unsere beiden Kinder sind so anders geworden, so verschlossen. Die Großeltern hatten sie tagsüber immer betreut, bevor die Kita und die Schule geschlossen wurden. Jetzt sind die für die Kinder unerreichbar. Irgendwie kann ich sie gar nicht trösten. Ich weiß nicht, wie ich sie trösten soll. Oh ja, und das ist auch ganz, ganz viel im Moment. Und die Kinder sind einfach sehr, sehr traurig. Und das Allerwichtigste ist da auch erstmal zu sagen, ja, da ist Trauer und diese Trauer darf auch da sein. Also nicht zu sagen, du musst nicht traurig sein. Nein, sie dürfen es in der Tat traurig sein. Und dann eben in Schritt zwei wieder zu überlegen, worauf richte ich meinen Fokus? Kann ich, also welches Motivfeld ist verletzt? Vielleicht werfen wir noch mal einen Blick in den Kompass. Ja. Bei Trauer, Harmonie und Geborgenheit ist auf jeden Fall verletzt. Und dann eben schauen, wie kann ich diese Harmonie und Geborgenheit gut herstellen? Ja, wie kann ich die vielleicht online herstellen? Also das heißt, im Prinzip könnte ich mich ja mit den Großeltern verabreden zur Online-Vorlesestunde. Ja, die Gute-Nacht-Geschichte per Skype. Also nicht einfach nur reden, sondern sehr bewusst versuchen, Aktivitäten zu finden, die eben Harmonie und Geborgenheit herstellen. Oder wenn die Kinder jetzt schon älter sind, zu sagen, ne, wir spielen jetzt mal online das Spiel, erzähl mir was, was ich noch nicht von dir weiß. Oder das Spiel der Superlative, ja, Oma, Opa, erzählt mir mal, was war das Schönste, was ihr erlebt habt, das Traurigste, was ihr erlebt habt, das Lustigste, was ihr erlebt habt. Also diesen Zusammenkünften irgendwo einen Namen geben, sodass man mehr über den anderen lernt und dadurch wieder eine neue Nähe herstellt. Und auch über unsere Großeltern können wir natürlich noch eine Menge lernen. Ja. Wir versuchen ja jetzt gerade über unsere Gefühle, häufig negative Gefühle, neu nachzudenken, das heißt, sie als Wegweiser zur Lösung auch zu nutzen. Und wir haben jetzt schon einige kennengelernt, Trauer, Verachtung, Angst. Und manche fragen sich jetzt vielleicht, ja gut, also gibt es denn nicht vielleicht so einen Generaltipp oder einen Hinweis, wie ich aus negativen Emotionen grundsätzlich, wie ich da rauskommen kann in positive. Ja, es gibt so super Ressourcen. Ja, also wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, wie die Frau, die ihren Mann da verachtet, sie kann sich nicht durchsetzen, sie kann keinen Einfluss nehmen. Stolz ist zum Beispiel ein Thema, sich mal bewusst in eine Situation bringen, wo ich stolz war. Ja, weil dann bin ich ganz, ganz stark wieder in dem Gefühl, hey, ich kann doch Einfluss nehmen. Dann fühle ich mich im Moment in der Situation nicht mehr so ohnmächtig. Oder wenn ich Harmonie und Geborgenheit brauche, wirklich in die Dankbarkeit gehen. Das war also wirklich schon eine sehr gute Methodik. Ja, wofür bin ich dankbar? Das ist auch so eine super Ressource. Bei Ordnung und Stabilität brauche ich ganz, ganz viel Entspannung. Also bewusst sich Momente suchen, wo ich mich entspannen kann. Oder auch wirklich bewusst Dinge tun, die mir Ordnung und Stabilität geben. Ja, wie aufräumen, wie ausmisten, Festplatte aufräumen, Fotos sortieren, was auch immer, alles, was irgendwo auch wieder Ordnung in den Alltag bringt, ist dann ein gutes Thema. Und bei Inspiration und Leichtigkeit ist meine Empfehlung im Moment immer, singt laut, tanzt. Was auch immer, also das sind auf jeden Fall Dinge, die geben mir ganz viel Leichtigkeit, vielleicht einfach mal beim Zähneputzen einen kleinen Tanz hinzulegen, damit ich einfach eben in dieses Körpergefühl komme. Das Entscheidende ist, dass ich wirklich schaue, dass ich bewusst aus diesen blockierenden Emotionen mal rauskomme und in diese angenehmen Emotionen auch mal reintauche, mich notfalls vielleicht an ein tolles Erlebnis erinnere, wo ich das hatte und das mal im ganzen Körper spüre, um überhaupt wieder Zugang zu diesen anderen Feldern zu schaffen. Also ihr merkt, wir sprechen über mentale Stärke in Zeiten von Corona und wir haben einen Life-Coach. Das heißt, eine Frau, eine professionelle Trainerin, die uns hilft, im Alltag zu positiver Gestimmtheit zu kommen. Jetzt gibt es manche, die sagen, das klingt jetzt alles super, Frau Seifert. Ich bin aber echt in so einem Loch. Bei mir geht es jetzt nicht wirklich weiter. Dazu möchte ich gleich kommen, habe aber zwischendurch noch eine Frage von Doggy auf Facebook. Was ganz anderes.
Ich arbeite in einer Kinderarztpraxis. Unsere Eltern sind natürlich sehr besorgt, also die Eltern, die die Kinder in die Kinderarztpraxis bringen, sind natürlich sehr besorgt und haben große Angst, dass ihre Kinder krank werden könnten, also dass sie sich in der Praxis mit Corona infizieren könnten. Viele vermeiden dadurch den Praxisbesuch. Wie kann ich am besten die Eltern mental unterstützen? Sprich, wie kann ich die Eltern davon überzeugen, dass es sehr viel Sinn macht, die Kinder in die Kinderarztpraxis zu bringen und keine Angst vor Corona zu haben? Ja, also die Angst ist ja, Ordnung und Stabilität ist gefährdet. Man hat Angst um das Wohl der Kinder. Zunächst mal, und das haben wir letzte Woche auch gesehen, sind die Arztpraxen ja ein sehr sicherer Ort. Also Hygienestandards waren immer hoch und sind nach wie vor hoch. Also zunächst mal wirklich mit diesen Fakten auch zu argumentieren. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist immer, wenn mir sehr viel Angst begegnet, es gibt so Spiegelneuronen und ich muss aufpassen, dass diese Angst nicht komplett auf mich überschwappt. Das passiert im Moment übrigens bei sehr, sehr vielen Menschen. Bei den meisten ist es noch nicht mal die eigene Angst, sondern die Angst der Menschen um mich herum. Und dass ich als Person, die in der Arztpraxis arbeitet, mich fokussiere wieder auf das, was ich bieten kann, nämlich ich kann den Erwachsenen oder den Eltern wirklich einen sicheren Ort bieten. Das ist jetzt nicht schlimmer, als in den Supermarkt zu gehen und mich darauf zu fokussieren, sodass ich als Person auch Vertrauen ausstrahle. Weil wenn ich das Vertrauen ausstrahle, dann kommt es bei den Eltern auch an und dann ist die Wahrscheinlichkeit eben auch größer, dass sie kommen mit den Kindern. Also sich bewusst sagen, ich lasse mich von dieser Angst nicht anstecken, sondern ich strahle etwas ganz anderes aus und das setze ich bewusst. Ja, also ich nenne Kommen wir es ganz kurz. immer Return to Sender. Ja, wenn so eine Emotion kommt, schicke ich sie erstmal zurück, bevor ich sie aufnehme und auch zu meiner mache. Also Doggy, return to sender. Ich finde, das ist ein Ja, super ein Spruch. schönes Lied zu. Ja. Kommen wir zu dieser ja, letztlich wirklich großen Blockade, die manche jetzt empfinden und sagen, du kannst von schönen Gefühlen reden, wie du willst. Bei mir herrschen negative Gefühle vor und ich komme da aus diesem Loch nicht raus. Was sagt jetzt der Life Coach? Ja, also bei manchen Menschen ist es eben nicht nur ein momentanes Gefühl, sondern bei den meisten Menschen stecken auch wirklich noch feste, ich nenne es immer so, Erfolgs- und vor allem Zufriedenheitsbremsen dahinter. Das heißt, es sind so Grundüberzeugungen, mit denen ich mir auch gerne mal das Leben ein bisschen schwer mache. Ich nenne es so das innere Mantra. Vielleicht die Frage, darf es mir überhaupt gut gehen? Das erlauben sich nämlich viele Menschen gar nicht. Und in Zeiten, wo dann von außen viel Negatives kommt, was im Moment gerade passiert, fallen dann manche eben in ein regelrechtes Loch. Und da steckt sehr, sehr häufig einfach solch eine Zufriedenheitsbremse hinter. Und das ist dann schon ein bisschen fundamentaler als die momentane Emotion. Dann wechseln wir jetzt das Thema von Emotionen erkennen als Wegweiser nutzen und dann positive Emotionen suchen und Ressourcen schaffen und die entgegensetzen. Wir wechseln das Thema und gehen zu dem, was noch ein bisschen tiefer liegt. Du nennst sie Zufriedenheitsbremsen. Eine Frage aus Fürth. Ich könnte mir vorstellen, die passt gut dazu. Es ist eine Unverschämtheit, was da gerade uns abverlangt wird. Ich soll einen super Job aus dem Homeoffice abliefern. Gleichzeitig muss ich meinen Kindern die von den Lehrern hingespuckten Aufgaben erklären und dann auch Haushalt stemmen. Ich habe so Angst, etwas zu übersehen und meinen Kindern mit meiner Hektik mehr zu schaden als zu helfen. Was soll ich tun? Das ist übermenschlich. Ja, das ist im Moment auch sehr übermenschlich. Es wird viel abverlangt. Es gibt interessanterweise ein paar Menschen, die gehen da relativ entspannt mit um. Und das sind die Menschen, die sehr tief eben in sich ruhen. Hier klingt durch, ich habe Angst, meinen Kindern zu schaden. Ich habe Angst, was zu übersehen. So ein fundamentaler Satz, also im Coaching würden wir natürlich sehr genau versuchen herauszufinden, was ist das konkret für eine Zufriedenheitsbremse, die da steckt. Es klingt so ein bisschen nach, ich darf keine Fehler machen, ich darf nichts übersehen. Das ist ein sehr, sehr häufiges inneres Mantra.
Und wenn man mal versuchen möchte, für sich rauszufinden, wo stecken denn meine Zufriedenheitsbremsen? Und die haben wir alle irgendwo. Und die werden in bestimmten Kontexten zeigen, die sich. Und einfach mal den Satz zu vervollständigen. Ich würde ja gerne zum Beispiel gelassener mit der jetzigen Situation umgehen. Ich würde ja gerne zu Hause entspannter sein. Ich würde ja gerne mich zurücklehnen. Aber. Und das, was nach dem Aber steht, das ist immer meine Zufriedenheitsbremse. Und da gibt es einige von. Wollen wir uns die mal anschauen? Das scheint ja was sehr Tiefsitzendes zu sein, was Menschen extrem in ihrem Fühlen und Handeln prägt. Ja, definitiv. Also es gibt viele, viele. Ich habe es mal auf 4 häufige runtergebrochen und die schauen wir uns jetzt mal an. Die erste hatten wir jetzt gerade schon, ich darf keine Fehler machen. Wahnsinnsangst vor Fehlern kommt meistens sogar noch aus der Schule, ja, weil da Fehler einfach was ganz Schlimmes letztendlich waren. Und viele Menschen haben das seitdem ganz, ganz bewusst verankert. Ich erlebe das auch ganz viel in Unternehmen, wo Mitarbeiter Angst vor Fehlern haben und deswegen eher mit angezogener Handbremse unterwegs sind. Das ist eine ganz, ganz häufige, ja, nicht nur Zufriedenheitsbremse, sondern oft auch eine Erfolgsbremse. Dann haben wir im Moment auch was mir oft begegnet. Ich bin dafür verantwortlich, dass alles gut läuft und harmonisch ist. Also sich so für alles und jeden verantwortlich zu fühlen, ja, für denen es schlechter geht, für den Familienfrieden ist ein sehr häufiges Thema bei Müttern in der Tat und sich da so jeden Schuh anzuziehen. Ja, auch das ist interessanterweise sehr häufig ein Familienmuster, können wir nachher vielleicht auch noch ein bisschen vertiefen, dieses Gefühl für alles und jeden verantwortlich zu sein. Ja, das ist auch häufig. Ich muss immer Höchstleistungen bringen. Ja, also im Prinzip das Kind auf dem Schoß, den Chef am Telefon und gleichzeitig noch kochen, waschen, putzen, bügeln, nach Möglichkeit alles gleichzeitig und immer funktionieren und Leistung bringen, ist eine ganz, ganz häufige Zufriedenheitsbremse, weil das auch vielfach eine ist, die Menschen komplett ausbremst. Ja, also das heißt, irgendwann können die gar nicht mehr, weil sie ständig im Leistungsmodus sind und irgendwann K.O. sind. Und auch das hat oft schon früh angefangen, dieses Leisten für Anerkennung-Thema. Das steckt da oft hinter. Und das ist auch noch eine häufige, sich nicht erlauben, Nein zu sagen. Ja, mal zu sagen, es ist mir zu viel, ich möchte jetzt gerade nicht, ich kann jetzt nicht, ich mache es später. Ist im Arbeitskontext ganz oft, wenn der Chef was will, sofort zu machen oder eben auch im familiären Kontext, wenn jemand ruft, sofort springen zu müssen. Das ist auch ein sehr häufiges Thema. Also das sind die 4, es gibt natürlich viel, viel, viel mehr, aber das sind die 4, die mir im Moment auch sehr, sehr häufig in den Coachings begegnen und deswegen habe ich die einfach für heute mal rausgepickt. Also ihr merkt schon, wir sprechen über mentale Stärke und das bedeutet auf der anderen Seite, wir sprechen über mentale Schwächen, die es zu überwinden gibt und eure Fragen dazu, was euch auf der Seele liegt, die beantwortet Katrin Seifert. Sie ist Life-Coach. Sie hilft uns, negative Emotionen im Leben zu verstehen, zu adressieren, loszuwerden und durch positive Emotionen zu ersetzen. Also wenn ihr eure Fragen stellt, könnt ihr übrigens auch an einer kleinen Verlosung teilnehmen. Das ist eine wunderbare Aktion auf der Plattform Hilfe Lokal. Ihr bekommt, wenn ihr Glück habt, einen Gutschein über 50 Euro. Und dann könnt ihr im Restaurant um die Ecke essen gehen, wenn das denn wieder aufmacht. Und bis dahin bekommt das Restaurant und der Wirt bekommt das Geld aber jetzt schon und kommt über seine Notlage im Augenblick hinweg. Ist eine super Sache und tut euch dann gut, wenn ihr dann, wenn es offen ist, essen gehen könnt. Also eure Frage uns schicken und vielleicht kriegt ihr diesen Gutschein. Macht mit. Wir sind jetzt gerade bei diesen Zufriedenheitsbremsen. 4 hat Katrin Seifert vorgestellt. Manche haben sich vielleicht gesagt, Katrin, naja, ich darf keine Fehler machen. Ich bin dafür verantwortlich, dass alles läuft und harmonisch ist. Ich muss immer Höchstleistungen bringen. Ich darf nicht Nein sagen. Naja, das gehört ja auch zur Realität.
ich will ja auch keine Fehler machen. Ich möchte ja auch verantwortlich sein, dass alles läuft und harmonisch ist. Ich möchte ja auch Höchstleistungen bringen und ich möchte auch nicht immer Nein sagen. Wann wird das denn unangenehm? Und wann ist das echt eine Bremse, eine Zufriedenheitsbremse? Vielleicht an dem Beispiel dieser Frau aus Fürth. Ja, immer dann, wenn es absolut... Du weißt noch, ne? Darf ich dich erinnern? Ja, genau. Ja, pass auf. Ich sag noch mal, was sie gesagt hat. Es ist eine Unverschämtheit. Ich muss Homeoffice machen, ich muss Homeschooling machen, ich muss den Haushalt machen und ich habe das Gefühl, dass ich meinen Kindern mit meiner Hektik mehr schade als helfe. Ja. So, wann werden solche Gefühle zur Bremse? Also da sind ein paar Themen drin, da ist auch dieses vielleicht drin, ich muss das alles machen überhaupt und vor allem aber auch diese Angst, jemandem damit zu schaden. Es wird dann zur Bremse, in der Tat, wenn ich es als Bremse fühle. Also wir können das im Körper spüren, wenn es eine Belastung wird, wenn ich wirklich das Gefühl habe, unter diesen ganzen Themen irgendwo zusammenzubrechen, wenn ich es überhaupt nicht mehr leicht sehen kann und es quasi nur noch so sehe und immer wieder merke, wie es mich blockiert. Die meisten Menschen nehmen das sogar im Körper wahr. Also manche spüren, dass dann hier was zugeht oder dass es im Nacken sitzt. Oft ist es wirklich mit dem Körpergefühl verbunden, was einfach sehr, sehr unangenehm ist. Und spätestens dann habe ich solch eine Bremse identifiziert. Ja, oder auch, dass man das Gefühl hat, keine Luft zu kriegen. Oder wir können gleich noch weiter auf die Zufriedenheit. Entschuldige, bitte. Ja, es gibt ganz oft diese Sprichworte, das nimmt mir die Luft zum Atmen oder mir sitzt die Angst im Nacken, die sind gut, weil die sagen mir meistens, was es ist. Ja, also den eigenen Anspruch zu haben, gut zu sein, Höchstleistung zu bringen, keine Fehler zu machen, der ist schön, aber er sollte eben nicht zum dominierenden Treiber meiner Gestimmtheit werden und damit unglaublichen Stress auslösen. Wir gehen gleich nochmal weiter auf diese Zufriedenheitsbremsen ein, was wir tun können, um die zu lösen. Ich habe hier nur gerade zwei Fragen auf Facebook bekommen und ich habe, die sind miteinander verwandt. Melanie fragt, ich muss auf Arbeit jetzt mindestens 8 Stunden einen Mundschutz tragen. Es ist anstrengend und man ist froh, wenn man ihn absetzen kann. Es macht Kopfweh und senkt die Laune. Gibt es vielleicht Tipps, was man tun kann, um sich von den Kopfschmerzen abzulenken? Und ich füge hinzu, Melanie, also um dieses Maskentragen für sich mental besser zu machen, sich damit anzufreunden. Also sich von Schmerz abzulenken, Schmerz ist, da verkrampft sich ja was in mir. Also mein erster Impuls wäre jetzt zu sagen, wirklich sehr bewusst zwischendurch sich immer wieder Momente zu nehmen, wo man vielleicht auch die Maske mal in den Pausen, wenn sie dann irgendwo alleine draußen sein kann, mal abzunehmen, tief durchzuatmen, Entspannung zu suchen. Das wäre für mich eben eine Methode. Und auch da kann ich natürlich versuchen, irgendwo den Fokus wegzuschieben. Es ist halt immer die Frage, wenn es wirklich ein Thema ist, weil sie nicht genug Sauerstoff bekommt, dann ist es was anderes. Aber oft ist das ja so ein mentaler, eine mentale Komponente, dass ich mich darauf fokussiere, ich muss diese Maske tragen. Wirklich versuchen, bewusst mal rauszufokussieren auf das, was passiert denn um mich rum so. Ja? Wie sehen die anderen aus? Haben die vielleicht eine witzige Maske auf? Und so immer mal Darf wieder... Darf ich beim Fokus Stichwort witzig? Oh ja. Hilft da manchmal auch Humor? Also zu sagen, ich gebe meiner Maske einen Namen und sage, jetzt muss ich Ottokar wieder aufsetzen, aber Ottokar, ich komme mit dir klar. Oder in irgendeiner Form sich ein bisschen zu distanzieren von diesem, ich muss jetzt die Maske tragen, sondern zu sagen, okay, ich spiele jetzt mit dir Ottokar. Absolut. Also Humor bin ich immer sofort in erster Reihe mit dabei, ne, drüber zu lachen. Oder auch so ein bisschen die Maske innerlich zu verändern, sich vorzustellen, die ist durchlässig oder die ist federleicht, die ist transparent, die hat ganz viele Löcher. Ich kann ja in meinem Inneren ein anderes Bild schaffen von der Maske als das, was ich dann im Spiegel irgendwo sehe. Und das ist auch immer noch eine gute Methode, um der Maske das Drama zu nehmen. Melanie, versuch's mal, der Maske das Drama zu nehmen. Und dann habe ich noch von Anja auf Facebook, ich habe irgendwie ein total unangenehmes Gefühl, wenn ich eine Maske trage, die warme Luft wieder einzuatmen. Ich bekomme dann leicht einen Hustenreiz, was beim Einkaufen super ist. Ich denke, sie meint da, dass die Leute meinen, sie hätte Corona.
Gibt es da irgendwelche Tipps, eventuell auch von der Maskenart? Also das hat jetzt nicht viel mit dem Life-Coach zu tun, der du bist. Kann man da was machen? Und wie motiviere ich meine Kinder, Masken zu tragen? Die sind über 6. Also zwei Fragen. Gibt es einen Tipp, was kann ich machen? Diese Luft geht mir wirklich auf den Husten, ja, macht bei mir Husten. Und wie kann ich meine Kinder motivieren? Also, ich bin natürlich kein Maskenexperte. Das wäre nicht mein Terrain. Es gibt eine ganz interessante Technik, wenn ich das Wort Maske mir vorstelle auf einer weißen Wand und es geschrieben sehe. Wie sehe ich das da? Ja, sehe ich da schwarz? Die meisten sehen schwarze, fette, schwere Buchstaben. Und zu sagen, ich design das jetzt mal um. Ich mache daraus ganz leichte, filigrane Buchstaben. Ich mache Buchstaben, die tanzen. Ich mache noch irgendwo ein paar bunte Blumen drumherum. Das Wort Maske lasse ich jetzt vor meinem geistigen Auge mal anders erscheinen. Und die Luft, die ich einatme, die ich als warm empfinde, die stelle ich mir jetzt vor, die wird immer kälter, weil ich jetzt irgendwo mal ans Skifahren denke, wo ich für oh, Maske und Skifahren wahrscheinlich jetzt blöde Kombination, aber ne, weil ich an einen Moment denke, wo ich kalte Luft eingeatmet habe. Und dann stelle ich mir vor, diese Luft wird immer kühler. Ich kann natürlich versuchen, das irgendwo mental runter zu regulieren. Aber es gibt natürlich irgendwo auch einen biologischen Effekt. Und da bin ich jetzt nicht Maskenkenner genug. Und ich muss sie Gott sei Dank nicht den ganzen Tag tragen. Deswegen bin ich nicht sicher, wie warm es auf Dauer darunter wird. Und vor allem, was das für eine Maske ist. Es gibt da ja sehr viele Unterschiede auch von der Qualität. Ja, ich glaube, also in dem Fall ist es tatsächlich beim Einkaufen. Da finde ich solche Autosuggestion, das ist ja das, was du machst, ne? Also ich sage mir, ich empfinde das, was ich jetzt ganz schlimm fand, das empfinde ich jetzt als leichter. Und ich sage mir auch, es ist leichter. Und damit wird es auch leichter. Das ist, finde ich, ein schöner, also vielleicht kann Anja was damit anfangen. Ich habe vielleicht noch einen Tipp beim Einkaufen, was man machen kann, ist unter der Maske Grimassen schneiden, weil das kann man nie wieder so schön wie momentan, weil es keiner sieht und das lenkt mich auch ab. Also ich finde, man darf ruhig so ein bisschen verrückt werden manchmal und einfach mal Dinge tun, die Und man sonst zu nicht den tun würde. Kindern, wie sie ihre Kinder, die über 6 Jahre alt sind, motivieren könnte, diese Schutzmasken zu tragen, da hatte die Martina Stotz, unsere Familientherapeutin, einen schönen Hinweis. Sie sagte, ja, nimm deine Kinder ernst und erklär ihnen, warum wir wann Masken tragen. Und dann entscheiden wir gemeinsam, wann wir die auch wieder absetzen können. Also wir gehen aus dem Geschäft raus und dann können wir die wieder absetzen. Und dass sie merken, es macht wirklich Sinn, sie hin und wieder zu tragen, aber ich muss sie nicht gezwungenermaßen den ganzen Tag tragen. Und ich entscheide und lerne auch, wann ich sie trage und wann ich sie wieder wegnehme und habe damit auch ein Stück Eigenverantwortung und damit vielleicht sogar ein bisschen, vielleicht Freude, das zu Absolut. nutzen. Und was nicht zu unterschätzen ist, das, was ich denke, überträgt sich ganz, ganz schnell auf meine Kinder und die denken das auch. Ja, also wenn ich die Masken schrecklich finde, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß und ich im Fokus habe, Masken sind schrecklich, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass meine Kinder das auch tun. Also deswegen geht es nicht darum, irgendwas zu erzählen, was ich nicht glaube, sondern sich selbst in ein gutes Gefühl zu bringen. Und dann die Kinder, die ahmen uns dann, je kleiner sie sind vor allem, die ahmen uns nach. Und insofern ist das vielleicht auch ein Teil der Verantwortung, da mit einem positiven Beispiel voranzugehen. Also ich trage mit Überzeugung die Schutzmaske und ich finde es richtig, ich strahle das aus und meine Kinder werden angesteckt, im guten Sinne. Pass auf, jetzt lass uns nochmal zurückkommen zu der Frau aus Fürth, die also diese Überlastungssituation hat. Ich wiederhole nochmal, Homeschooling und der Chef mit Homeoffice und dann noch die ganze Hausarbeit. Und du hast ja gesagt, ihre Zufriedenheitsbremse formulierst du wie folgt: Ich darf keine Fehler machen, vielleicht auch noch, ich darf nichts übersehen. So, ich darf das nicht, ich darf das nicht. Und das macht eng und das macht Krampf und das macht Emotionen zu und negativ. Jetzt bitte sag uns, wie kann sie diese Zufriedenheitsbremse lösen? Ja, also auch da gibt es ein paar Schritte und die habe ich in einem kleinen Video mitgebracht. Das ist natürlich im Coaching ein Prozess, aber wenn jetzt jeder mal die Zeit für ein Selbstcoaching nutzen möchte, dann gibt es jetzt hier 3 Schritte, wie das gehen kann. Also wo kommt dieser Satz letztendlich her? Damit fängt das Ganze an und das schauen wir uns vielleicht mal an. Super.
Ja, die erste Frage, die du dir stellen kannst, ist: Ist dieser Satz überhaupt meiner? Oder ist das vielleicht ein Muster meiner Familie und ich habe das einfach so übernommen? Wenn das so ist, dann empfehle ich immer den Song von Elvis Presley, Return to Sender. Schick ihn zurück, sag Danke, ich brauche ihn nicht mehr. Gedanklich. Die zweite Frage ist: Wie lange ist der Satz schon da? Gerade sowas wie: Ich darf keine Fehler machen, kommt oft aus der Schulzeit oder aus dem Elternhaus. Dann empfiehlt es sich mal zurückzugehen zu den Personen, die den Satz in dir haben, entstehen zu lassen und natürlich nicht mit denen zu schimpfen, sondern deinen Frieden mit denen zu schließen. Sie haben es gut gemeint, vielleicht kam es nicht immer gut an, es ist okay. Aber auch da darfst du diesen Satz genau an dieser Stelle gedanklich liegen lassen und sagen, es ist nicht mehr meiner. Haben wir genug über Probleme gesprochen. Wie lösen wir das Ganze jetzt auf? Ganz einfach. Wir formulieren jetzt ein neues Mantra, ein positives. Mache aus jedem Ich kann nicht ein Ich kann. Mache aus jedem Ich darf nicht ein Ich darf. Mache aus jedem Ich muss ein Ich kann und streiche diese ganzen Generalisierungen, dieses immer ständig alle für alle verantwortlich sein und solche Themen. Formuliere dir den Satz, wo du sagst, boah, wenn ich den glauben könnte, das wäre super, aber ich bin noch ein Stück weit davon entfernt, dann ist er genau richtig. Wenn also zum Beispiel dein Thema Selbstliebe ist und ich liebe mich für dich zu weit weg ist, vielleicht anzufangen mit ich bin gut so wie ich bin oder ich bin okay so wie ich bin, was auch immer sich für dich gut anfühlt und du darfst es jederzeit steigern. Formuliere dir also einen neuen positiven Satz. Ja, und jetzt ist das Entscheidende, diesen neuen Satz in all deine Sinneskanäle zu bringen. Sorge dafür, dass du ihn täglich hörst. Also sage ihn dir zum Beispiel laut auf und spüre dabei, wie angenehm das sich in deinem Körper anfühlt. Oder nimm Popsong, der dich daran erinnert. Es gibt zwei Lieder, wo die Leute unglaublich gerne mitgesungen haben. Das waren Die Ärzte mit Lass die Leute reden und Gloria Gaynor, I am what I am. Das war so ein Befreiungsschlag. Und da kann man in der Musikszene mal wühlen, ob du vielleicht einen Song findest, der gut zu deinem neuen Mantra passt. Natürlich solltest du auch was zum Gucken haben. Den Satz aufschreiben und an den Spiegel hängen ist eine Idee, ist aber noch lange nicht genug, weil das Entscheidende ist, dass du ihn spürst und nicht nur liest. Also hab vielleicht ein Bild, was symbolisch dafür steht. Du stehst frei auf einem Berg oder am Strand oder irgendein Naturfoto, was auch immer für dich in Verbindung mit diesem Satz steht, kannst du dir auch gerne als Bildschirmschoner auf dem PC machen, denn wir sind ja alle ziemlich viel online momentan. Da ist garantiert, dass du es oft genug siehst. Hab was zum Riechen, hab einen Duft, den du damit verbindest. Irgendein Parfum, was du benutzt, wo du sagst, jedes Mal, wenn ich das aufsprühe, dann denke ich an diesen neuen Satz und dann fühle ich diesen neuen Satz. Das Entscheidende ist immer, den Satz zu spüren, weil laut aufsagen kann ich mir viel. Hab was zum Greifen, vielleicht einen Schlüsselanhänger, der sich symbolisch daran erinnert oder eine Figur auf dem Schreibtisch, die du ab und zu mal anfassen kannst, damit du auch da nochmal den Kontakt hast zu diesem Satz. Naja, und zu guter Letzt, hab was zum Schmecken, aber bitte keine Schokolade, weil sonst schimpfst du hinterher auf mich. Aber denke zum Beispiel, wenn du in den Apfel beißt, ich bin gut so, wie ich bin, genauso wie dieser Apfel hier gerade gut so ist, wie er ist. Sorge dafür, dass du diesen Satz einmal am Tag in alle deine Sinneskanäle bringst. Denn genau so ist deine Erfolgsbremse auch entstanden. Du hast es dir einfach oft genug gesagt oder sagen lassen und irgendwann hast du es selbst geglaubt. Aber wie genial ist das? Wir können es jetzt rumdrehen. Und ich dreh jetzt mal meine Bremse um, indem ich nämlich sage, hörst du meine Hunde bellen? Die kriege ich aber jetzt gerade nicht in den Griff. Und ich sag mir immer, das darf doch nicht sein. Jetzt darf doch nicht während so einer Sendung ein Hund bellen. Das geht ja überhaupt nicht. Du hast deine Hunde nicht im Griff. Nein, mein Fokus werde ich jetzt davon ablösen und ich werde mir sagen, es ist schön, dass ein Hund im Haus ist
Und es stört niemanden, dass der Absolut. Hund bellt. Es wird eigentlich eine positive Atmosphäre geschaffen, weil in einer Sendung auch ein Hund vorhanden ist. Gut, pass auf. Ich glaube, dass jetzt manche, die neu dazugekommen sind, ein bisschen verwirrt sind. Die Ruge redet über ihren Hund und die Frau Seifert, die spricht über Bildschirmschoner und über Sätze, die man sich ganz, ganz lange im Negativen eingeprägt hat, die man nun im Positiven in ganz anderer Form ersetzen kann. Da muss ich kurz nochmal sagen, worum es geht in unserer Sendung, nämlich um mentale Stärke in Zeiten von Corona. Es gibt ganz viele, denen eine ganze Menge Dinge auf der Seele liegen. Und Katrin Seifert ist ein Life-Coach, ist jemand, der genau mit diesen Emotionen umgehen lernen hilft. Das heißt, eure Fragen, die ihr habt zu allen Themen rund um Corona, aber zu eurem Alltag, es muss jetzt nicht unmittelbar Corona-technisch sein, könnt ihr stellen und Katrin wird euch mit Sicherheit sehr professionell und sehr herzlich antworten. Sie freut sich auf eure Fragen. Es geht im Augenblick darum, dass wir gesagt haben, wenn Menschen, wir haben eine Frau aus Fürth, die uns geschrieben hat, wenn ein Mensch sich völlig überfordert fühlt, in ihrem Fall ist es, sie macht Homeschooling, sie hat macht auch noch Homeoffice und sie hat noch den ganzen Haushalt an der Backe. Sie hat so eine Zufriedenheitsbremse. Und die heißt, ich darf keine Fehler machen. Ich darf nichts übersehen. Und sie sagt sich das so streng, dass die Lebensfreude einfach flöten geht. Und wir haben jetzt drei Schritte von Katrin gelernt, was man tun kann, um solche, manche sagen Glaubenssätze, manche sagen Zufriedenheitsbremsen, aufzulösen. Und jetzt sag uns mal für den Fall der Dame aus Fürth, wie könnte sie das machen? Also zunächst mal schauen, wo kommt es her? Ja, ist es überhaupt mein Thema? Bei dem Thema ist es ganz, ganz häufig von der Schule geprägt. Das hatte ich eben schon gesagt. Diese Angst vor Fehlern kommt oft aus der tiefen, tiefen Kindheit und verankert sich da in uns. Wenn sie jetzt eine neue Aussage formuliert, dann ist es immer gut, die so zu formulieren, dass sie noch so ein bisschen weit weg ist. Also zum Beispiel sich zu sagen, ich darf Fehler machen oder zu sagen, Fehler bringen mich weiter. Manche nehmen auch einfach den Satz, Hauptsache machen, egal wie. Oder auch mal mit dem Satz zu arbeiten, ich vertraue mir. Das ist auch was, ne? Also diese Sorge vor Fehlern, das ist ganz oft auch, dass ich mir nicht zutraue, Dinge richtig zu machen. Also so ein bisschen in sich reinspüren, wo es am meisten schwingt. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Es darf sich ein bisschen fremd anfühlen. Ja? Ja, und dann eben im dritten Schritt, das in alle Sinneskanäle zu bringen. Also ich finde Post-its in dem Zusammenhang super, weil Post-its sind der größte Fehler, der jemals passiert ist. Das sollte ja was ganz anderes werden, nämlich ein Kleber, den man nicht mehr abbekommt. Das hat nicht ganz funktioniert. Also da finde ich ein Post-it als Bild einfach sehr schön, weil das ein Erfolgsbeispiel für einen Fehler ist. I am what I am, hatte ich eben schon erwähnt. Oder es gibt von The Human League ein tolles Lied, I'm only human, born to make mistakes. Also auch da einfach mal so ein bisschen zu gucken, je nach Musikgeschmack, was gibt es da? Und vielleicht gibt es auch irgendeinen Duft, den ich damit verbinde, wann ich den tollsten Fehler meines Lebens gemacht habe, weil wir machen auch gute Fehler. Ja. Beim Essen vielleicht gucken, jedes schiefgewachsene Obst oder Gemüse ist ja auch ein bisschen fehlerhaft. Und trotzdem werde ich dann immer wieder daran erinnert, hey, es ist okay. Und zum Greifen, naja, vielleicht so ein Stoff mit Webfehler auf dem Tisch zu haben, wo ich immer mal wieder drüber gehe. Also da, wo Fehler einfach auch was Schönes sind. Weil Fehler sind schön, weil die bringen mich ja auch weiter. Wenn ich sie nicht mache, würde ich ja nicht lernen. Ich frage mich gerade, wenn ich tatsächlich so eine tiefe innere Überzeugung verändern möchte, dann bedeutet das ja, dass ich mich auch tief umprogrammiere. Das bedeutet auch, dass ich tatsächlich Nervenverbindungen neu legen muss. In der Neurologie ist man ja so weit, dass man weiß, dass solche tiefen Glaubenssätze auch neuronal verknüpft sind. Und wenn man was anderes leben möchte, dann muss man das auch neu verknüpfen. Das heißt, ich müsste eigentlich, wenn ich diese Sinneserfahrungen dazu nutze, um mich neu emotional aufzustellen. Diese Sinneserfahrung muss ich ja dann intensiv leben. Die können sich ja auch abnutzen. Also wenn ich immer denselben Bildschirmschoner anstarre, dann wird der, da sehe ich den irgendwann nicht mehr. Oder wenn ich immer dieselbe Melodie, von der ich dachte, die macht mir wirklich, die macht mich jetzt glücklich oder die gibt mir genau den Kick, den ich haben will, dann höre ich die irgendwie nicht, doch irgendwann mal nicht mehr mit vollem Herzen.
Wie kann ich damit umgehen, dass ich meine Umprogrammierung wirklich immer mit vollen Sinnen dann auch tun kann? Ja, in dem Moment, wo ich merke, ich höre das nicht mehr voll oder es rauscht an mir vorbei, wäre meine Empfehlung, sich was Neues zu suchen. Ein neues Bild, ein neues Motiv. In dem Moment, wo ich anfange, Bewusstsein für meine Zufriedenheitsbremse und vor allem für diesen neuen Satz zu finden, kann ich auch neue Erlebnisse machen. Und diese neuen Erlebnisse kann ich mir verbildlichen. Ja, vielleicht habe ich dann irgendwo mal einen lustigen Fehler gemacht. Ich habe mich vielleicht versprochen und habe alle damit zum Lachen gebracht. Und dann nehme ich das irgendwo als Bild oder als Erinnerung, ein Bild aus der Situation. Und manche Situationen sind aber auch so stark, dass sie ein ganzes Leben lang halten. Also beim Thema Mut habe ich letztens jemanden gecoacht, der gesagt hat, als ich diesen Bungee-Jump, den werde ich nie vergessen, wo ich denke, okay, also das kann schon, kann schon sein. Also da ging es um das Thema, ich vertraue. Das ist wahrscheinlich ein Bild, das hält bis ans Ende des Lebens. Aber ansonsten einfach austauschen, wenn mir was Neues begegnet. Und mir hilft auch oft, aus so einer Enge herauszukommen, wenn ich dieses Ich muss, da ist übrigens die Übeltäterin, ja, ne, die so laut gebellt hat. Die Tür war zu, sie wollte unbedingt zu aber mir rein. Aber auch das ist schön, hat sie es geschafft. Immer alles perfekt ist. Also was mir hilft, wenn mir so ganz eng zumute ist und ich sage mir wieder, ich muss jetzt, was weiß ich, 25 Termine unterkriegen oder ich muss zum Zahnarzt oder ich muss zum Einwohnermeldeamt. Wenn ich sage, Moment mal, ich möchte ja zum Zahnarzt, weil ich möchte gesunde Zähne haben. Und ich möchte zum Einwohnermeldeamt, weil ich einen neuen Pass haben möchte, weil ich nämlich verreisen möchte. Und schon verändert sich auch die Gestimmtheit. Und ja, dieser ganze Druck kommt raus und verschwindet. Absolut. Hilft das? Oder ich darf. Ja, also ich muss ja gar nichts. Ich muss irgendwann am Ende meines Lebens mal das Zeitliche segnen. Ich muss trinken und essen, auch nicht immer, aber vielleicht oft. Genau, ich muss nicht. Ich darf oder ich kann. Ja, das ist auch schon sehr hilfreich. Aber hinter dem Müssen spricht immer noch der alte Satz mit uns. Ja, absolut. Und den will ich nicht mehr. Hier habe ich eine andere Situation. Vielleicht auch eine andere Zufriedenheitsbremse. Frage aus Bergisch Gladbach. Ich bin sehr um Harmonie bemüht, aber ich kann diese ganzen Stimmungen zu Hause und in meinem Umfeld einfach nicht mehr abfangen. Es erschlägt mich förmlich. Was kann ich tun? Ja, also das ist definitiv diese Bremse, sich dafür verantwortlich fühlen, dass zu Hause alles harmonisch ist, sich für die Stimmungen der anderen verantwortlich fühlen, die Fäden eben zu Hause zusammenhalten. Auch da, wenn ich wieder durch diese drei Schritte gehe, letztendlich, wo kommt da her? Ganz oft ist es ein Rollenbildthema. Ja, wenn man mal an die eigene Familie denkt, wie war jetzt die eigene Mutter? Das ist sehr häufig ein Frauenthema, deswegen fokussiere ich da jetzt mal auf die Mütter. Entweder war sie ganz genauso, hat sich für alles verantwortlich gefühlt, oder sie war komplett das Gegenteil. Und ich glaube jetzt, ich müsste dafür kompensieren. Also da steckt oft viel hinter. Und dann sich den Satz neu zu formulieren. Also ich gebe Verantwortung bewusst ab. Oder jeder ist für sich verantwortlich. Oder jeder ist für seine Laune verantwortlich. Ja, also wirklich überlegen, was wäre für mich okay. Und gerade beim Thema Verantwortung hadern ganz viele, weil sie sagen, aber ich bin doch verantwortlich und auch für meine Eltern, für meine Kinder, immer nur im gewissen Maß. Ja, für einen Säugling bin ich verantwortlich, weil der ist voll von mir abhängig. Aber je älter die Kinder werden, umso mehr kann ich eben auch Verantwortung abgeben. So, und dann kann ich wieder schauen, wie kriege ich das in meine Sinneskanäle. Also Return to Sender, habe ich ja schon gesagt, ist mein absoluter Lieblingssong an der Stelle. Vielleicht irgendein Duft, der besonders leicht ist, irgendeinen Gegenstand zu haben, den ich einfach loslassen kann. Also das hat viel mit Loslassen zu tun. Vielleicht ein Luftballon, der mich daran erinnert. Oder jedes Mal, wenn ich was loslasse, wenn ich was wegwerfe, vielleicht auch da mir einfach bei zu denken, ich gebe jetzt wieder was ab, ich gebe auch Verantwortung ab. Oder ja, also Lebensmittel, da kann man jetzt frei spielen. Das ist ein bisschen Geschmackssache. Wer möchte jetzt was womit verknüpfen? Aber es auf jeden Fall loslassen und mich selber immer wieder selbst trainieren. Also letztlich ist es ja ein Selbsttraining. Ich setze mir das Ziel, das Emotionale, und ich trainiere mich darauf hin in eigener Verantwortung. Ich warte nicht, dass es jemand anders für mich tut. Ja. Frage aus Greven. Mein Chef ist so ein typischer Macho.
Er sagte neulich zu uns in einer Telefonkonferenz, Homeoffice ist kein Urlaub. Ich erwarte die volle Leistung. Nicht, dass sich jemand hinter dem Thema Homeschooling versteckt. Der kriegt alles gemacht. Ich bin alleinerziehend. Wie stellt der sich das alles vor? Jo. Puh, ja. Bei dem Chef würde ich ja mal sagen, ich Augen auf bei der Berufswahl. Aber es gibt sie eben leider doch noch. Und ich höre es leider auch immer wieder. Ich muss Höchstleistung abliefern. Ich muss Leistung abliefern. Ist sicherlich ein Thema hier dahinter. Und oft getrieben von einem starken Leistungsdenken in der Familie. Ne? Also man wird für Leistung belohnt. Für Leistung gibt es Anerkennung. Oft emotional kühlere Familien, wo jetzt auch nicht so viel Wärme drin ist. Mein Vorschlag, sich Sätze zu finden, ich darf mal Pause machen oder ich darf mich ausruhen oder ich bin gut so, wie ich bin oder ich tue die richtigen Dinge. Und dann eben auch wieder schauen, wie kriege ich das in meine Sinneskanäle. Also ich finde, ein Pausensymbol oder ein bewusster Pausensnack ist super. Eine Auszeit, ein Foto, wo ich bewusst eine Auszeit genommen habe. Oder auch irgendwie so eine Knautschfigur. Also bei dem Chef fiel mir sofort hier meine Knautschfigur ein. Ne? So den kann ich auch ab und zu mal drücken, kann ich auch noch ein bisschen meine Wut am Chef dran auslassen. Also wo ich wirklich sage, ne, ich möchte einfach mir eine Pause gönnen und in der Pause knautsch ich halt irgendwie auf dem Gegenstand rum. Also für mich ist das Thema in der Pause ganz viel, sich Pausen gönnen. Sich selbst führen und den Chef knautschen. Frage aus Chemnitz. Als wären Homeoffice und Homeschooling nicht schon genug, jetzt kommt auch noch die Nachbarin und will reden, weil sie sich einsam fühlt. Meinen Eltern muss ich die ganze Technik mit Skype erklären und meine Kinder sind motzig. Manchmal möchte ich einfach abhauen, aber auch das geht nicht mal. Und nun? Ja, das ist der typische, ich kann nicht Nein sagen. Ne? Alle kommen und das sind häufig Menschen, die ganz viel Empathie haben. Da kommen dann auch alle hin und wollen was. Ja? Und da ist ganz, ganz viel das Thema Nein sagen. Da wäre wirklich der Vorschlag, sich erlauben, Nein zu sagen. Also es ist auch oft ein Familienmuster, oft Angst, abgelehnt zu werden, wenn ich Nein sage. Einen Satz zu formulieren, der da heißt, ich darf Nein sagen, vor allem, weil ich dann ehrlicher bin. Das muss man vielleicht auch mal dazu sagen. Ja? Weil wenn ich ständig Ja und Amen sage, bin ich eigentlich ja nicht wirklich ehrlich, weil am liebsten würde ich ja was ganz anderes sagen. Auch mal das Nein in bunten Buchstaben an die Wand malen. Ja? Also so wie wir das eben gemacht haben, also nicht schwarze, große Buchstaben, sondern das Nein darf leicht sein. Und vielleicht ein Schlüsselanhänger, wo das Wort Nein dran ist, was auch immer. Aber durchaus bewusst auch einmal am Tag dann Nein zu irgendwas sagen und sich darüber dann richtig freuen, dass es einem gelungen ist. Aber damit meine ich natürlich das freundliche Nein und nicht das genervte oder zickige Nein, weil das ist dann schon, da bin ich dann meistens schon eine Stufe zu weit, sondern es wirklich leicht zu nehmen und zu sagen, hey, ich sage jetzt Nein, im Moment kann ich nicht, möchte ich nicht, es ist mir im Augenblick zu viel. Und gerne morgen oder gerne ein anderes Mal, wie auch immer. Sag mir mal, ich glaube, das passt jetzt nicht zu dem Thema Zufriedenheitsbremse, sondern die Frage aus Berlin, ordnet die vielleicht für uns mal ein. Versteht eigentlich irgendjemand, wie es Alleinerziehenden und Alleinstehenden geht? Das hat jetzt nichts mit Zufriedenheitsbremse zu tun, oder? Nicht unbedingt, also da ist eine Verzweiflung drin, da ist eine Ohnmacht drin, da ist dieses Gefühl, nicht wahrgenommen zu werden. Das hat aber auch viel, also da kann vieles hinterstehen, das wird man im Coaching natürlich alles analysieren. Das hat aber auch viel damit zu tun, vertraue ich mir? Ja, also vertraue ich mir, dass ich das stemmen kann? Ja, vertraue ich irgendwie darauf? Gerade die Alleinerziehenden, die trauen sich oft, das dann eben auch nicht zu und brechen unter dieser Last dann irgendwo zusammen. Da hilft es dann auch mal, das Vertrauen zu stärken. Na, das klingt jetzt ganz einfach. Nehmen wir die nächste Frage und an der Frage wirst du mir bitte mal erklären, wie man so ganz einfach, du meinst Selbstvertrauen, ne? Wie man das Selbstvertrauen stärken kann, aus Freiberg. Mein Job ist weg, ich habe in einer Gaststätte gearbeitet, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Meine Freundin hat mich an Silvester verlassen. Meine Güte, wie komme ich da aus diesem Loch raus?
So, und dem sagst du jetzt bitte schön ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Ja, ich weiß. Das ist dann immer der Moment, wo der Coach beschimpft wird. Ja, so von wegen, ihr textet euch alles schön und das war's dann. Also, zunächst mal ist es super, dass jemand da raus möchte aus dem Loch. Das ist ja schon mal ein Schritt. Ja, also zu sagen, ich möchte da raus und nicht in dieser Opferhaltung zu bleiben. Hier kommt noch eine andere Vertrauenskomponente rein und das ist so das Thema auch. Das Urvertrauen, ja, alles wird schon irgendwie gut. Also selbst wenn ich jetzt irgendwo das nicht sehe, ja, und wenn im Moment alles aussieht, als wenn alles den Bach runtergeht, es gibt dieses schöne Lied von Mark Forster sowieso, ja, irgendwann geht eine neue Tür auf irgendwo. Also es wird irgendeine neue Tür aufgehen. Ich verstehe es nur jetzt noch nicht. Und da kommt so die Kunst rein, darauf zu vertrauen, dass sich das zum Guten wendet, weil die meisten Menschen, die durch solche Krisen gegangen sind, die stellen nämlich dann hinterher fest, oh, das war für irgendwas gut. Ja, weil die Partnerin ist weg und es ist mir noch eine tollere begegnet, der Job war weg und dadurch ist mir ein neuer toller Job begegnet. Also das wendet sich oft zum Guten. Aber im ersten Moment, ja, darf auch die Trauer natürlich wieder da sein, definitiv. Also unser Life-Coach lässt uns erstmal die Emotionen sehen und hilft uns dann nicht nur die Emotionen zu ersetzen durch eine positive, wenn sie denn negativ war, sondern Selbstvertrauen zu entwickeln. Aber das geht natürlich auch nicht einfach so, als ob ich einen Schalter umlegen könnte. Du hast ein paar Meditationen zu diesem Thema Vertrauen auf deiner Homepage. Leider schaffen wir das heute nicht mehr, weil die doch ein bisschen umfassender ist. Eigentlich wollten wir jetzt noch eine zeigen, wie man die tatsächlich ganz praktisch machen könnte. Aber vielleicht Ja. zeigst du uns noch mal kurz zum Schluss die Adresse deiner Website. Du hast zwei, glaube ich, drauf, die du gratis anbietest. Und vielleicht macht das für den Genau. einen oder anderen Sinn, sich das auch tatsächlich mal anzutun, ja, das mal auszuprobieren. Genau, anzutun ist ein gutes Wort. Weil bei Meditation in der Tat, da zögern manche und sagen, ist nichts für mich. Da ist natürlich die Empfehlung, sich mal drauf einzulassen. Es sind mehrere Produkte, also unter www.katrinseifert.de/audioprodukte, ich glaube, das blenden wir auch gleich nochmal ein, sind mehrere Meditationen mit typischen Themen, die Menschen immer wieder beschäftigen und die ich mit den Menschen auflöse und die mir gesagt haben, Mensch, mach daraus mal eine Tonspur. Das habe ich jetzt gemacht in Corona-Zeiten und zwei sind gratis, die man sich direkt auf der Webseite anhören kann. Das eine ist das Thema, wie komme ich in meine Kraft, wie komme ich in meine Ressourcen, also wie komme ich in Leichtigkeit, wie komme ich in Stabilität und Ordnung. Das arbeitet sich wirklich durch diesen Motivkompass durch und lässt es mal im Körper fühlen. Und das zweite ist ein Thema, da geht es wirklich explizit um das Thema Angst, was im Moment so präsent ist, wie ich Angst loslassen kann. Da machen wir eine schöne Reise durch den Körper und da lade ich natürlich alle ein, das mal auszuprobieren, ja, mal reinzuhören. Muss ein bisschen Also ich glaube, runterscrollen viele, auf der die jetzt Seite. zugeschaut haben, gut, viele, die jetzt zugeschaut haben, die sagen, ich habe in meinem Leben noch nie so viel über Emotionen gehört und so viele Aspekte über Emotionen versucht, in meinem Kopf und in meinem Herzen zu wenden. Also ich hoffe, da war so der eine oder andere emotionale Geistesblitz dabei und du hast uns auf jeden Fall ein unglaublich breites Spektrum geliefert, aus dem wir, wenn wir wollen, schöpfen können. Vielleicht ganz kurz noch ein Blick auf unsere anderen Sendungen, denn wir haben ja ein ganz großes Spektrum auch an Experten und an Themen, die wir bisher schon in unseren Sendungen gemeinsam stärker hatten. Also wenn ihr jetzt Lust habt, nochmal drauf zu schauen, welche Experten wir hatten, welche Themen, welche Sendungen, welche Fragen gekommen sind, schaut bitte auf unsere Website von ForMe unter gemeinsam stärker. Und wenn dann noch ein paar Fragen sind, die nicht von diesen Experten abgedeckt werden können, wir haben sehr, sehr hilfreiche Links, in denen ihr euch noch weiter informieren könnt über viele andere Themen. Ja, und dann haben wir in der nächsten Woche natürlich wieder eine weitere Sendung gemeinsam stärker. Wieder Mittwoch, 21 Uhr. Wieder ein ganz neues Thema. Ein Baby in Corona-Zeiten und auch eine neue Expertin. Und hier ist sie. Hallo, ich bin Christiane Hammerl, Hebamme in Berlin. Ich arbeite als freiberufliche Beleghebamme in Berlin, also ich betreue Frauen 1 zu 1 unter der Geburt und auch im Wochenbett, in der Stillzeit und auch gerne in der schwangeren Vorsorge, also sozusagen rund um die Geburt.
Ja, am 13.05. werden wir uns unterhalten über Babys in Zeiten von Corona. Also da werde ich als Hebamme aus meinem Alltag berichten und werde euch eure Fragen beantworten rund um Schwangerschaft, Geburt, Babys, Stillen. Also ich bin gespannt und freue mich darauf. Tschüss! Also wir gehen davon aus, nicht jeder von euch kriegt jetzt gerade ein Baby, aber das Thema ist so interessant, es ist für jeden interessant. Seid also dabei nächsten Mittwoch um 21 Uhr. Und ich sage jetzt herzlichen Dank im Namen von allen, die zugeschaut haben, an dich, Katrin Seifert, Life Coach nach Frankfurt. Vielen, vielen Dank für das umfassende Wissen, das du uns und auch das Coaching, das du uns geliefert hast. Merci. Vielen lieben Dank für das Gespräch, liebe Nina, und ich wünsche allen ganz, ganz viel Erfolg beim Bearbeiten ihrer Themen und Mantren. Ja, und ihr, die ihr dabei wart, danke, dass ihr dabei wart. Danke für eure Fragen, und es ist völlig klar, gemeinsam sind wir stärker. Alles Gute.